Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Secret of Mana, hier irgendwo auf dem Berg, wo ich schon nicht mehr weiß, wo ich bin, weil ich schon zeitlang wieder nicht gespielt habe, aber wir werden den Weg finden. Ich weiß noch, ich bin mit dem kleinen Drachen hier auf dem Berg hochgeflogen, wo immer wir hier sind, aber ich weiß, ich bin hier hochgeflogen. Moment, Killerblümchen, Traumtulpe, ach nö, lass mich raten. Na, doch nicht. Wollte ich schon sagen. Zack ist bewusstlos oder sowas. Das hätte schon wieder super angefangen. Ah, geh weg! Eine Biene verfolgt mich. Ich war noch nie ein Fan von Biene Maya. Linda reicht Stimme 35. Das ist gut. Jetzt mach auch was daraus, Lin. Warum ist da eine Höhle? Das ist mir irgendwie suspekt. Soll ich jetzt hin? Ich glaube, ich muss nach oben. Ich gehe jetzt erstmal in die Höhle. Da ist bestimmt was Tolles drin. Was immer du bist, blauer Koboldkopf. Mit Hörnchen in der Stirn. Das sind die Ohren. Ah, Susi ist klein. Das ist aber nicht gut, wenn Susi klein ist. Das ist schon ein ziemliches Handicap, wenn du kleiner bist als die Kobolden. Das würde mir nicht gefallen lassen. Wo bin ich denn jetzt? Schon wieder diese komischen Ritter. Zauberschild Level 4. Lass mich raten, ich mache jetzt keinen Schaden mehr. Doch, mach ich doch. Doch, doch. Hä? Kann ich nicht rauf, okay. Kann ich auch nicht rauf. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ey, Ninjas. Ja, und ich bin immer noch verwundert, warum hier Ninjas auftauchen. Diese komischen Roboter auf den Star Wars Speederbikes, die fand ich noch ziemlich normal, aber Ninjas, weiß nicht. Die halten so viel aus, die Dinger. Dark Ninja. Nicht mal ein normaler Ninja, nee, so ein Dark Ninja. Lass mich raten, da brauche ich die Axt, oder? Ah, die Klatschis wieder. Zacks Waffenlevel ist gestiegen, das ist gut. Verzeihung. Ich erstick gerade, aber egal. Da bin ich jetzt so zusammengezuckt, dass ich gesehen habe, dass Susi fast tot ist. Oder sie ist tot, beziehungsweise. Da sind so komische Muster an der Wand. Soll mir das irgendwas sagen? Kann ich da irgendwas aufbrechen? Das sieht nicht so aus, dann gehe ich diesen Weg. Einfach mal aus ganz frechem Protest. Nee, yeah, es sind schon wieder diese komischen Köpfe. Ah! Was? Der kackt einfach in die Fledermaus aus. Das ist ja interessant. Gott, was ist das jetzt? Hartes irgendwas, ich konnte es nicht lesen. Okay, Susi, bevor du wieder drauf gehst, würde ich mal sagen, du verteilst einmal die große Heile. Tada! Da kommt ein Tropfen vom Himmel. So grob könnte man ja sagen, Zack ist immer so fast 100 Lebenspunkte voraus irgendwie. Hörst du auf, meine Mädchen zu schlagen? Das geht mal überhaupt nicht. Die gehören alle mir. Mir, ich habe sie selber gesammelt, ja. Das sind mir alle nachgelaufen, weil ich so hübsch bin. Ist das wieder eine Art Labyrinth? Okay, da oben kam jetzt ein Zapfen raus. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich dahin peitschen kann, aber sicher bin ich mir jetzt da nicht. Oh, Hallöchen, Herr Rittersmann. Wie kann ich Ihnen helfen hier an diesem heutigen schönen Tag? Okay, ich habe das Gitter geöffnet, das ist schon mal gut. Hier geht's nicht weiter. Ja, das ist definitiv ein Labyrinth, ich sehe schon. Susi, komm! Susi! Koch mir Suppe! Schlimm. Diese Frauen von heute.
Aber ich bin froh, dass ich meine Nädels habe. Das gehört einfach dazu. Warum treffe ich wieder nicht? Na, also geht doch. 62 Schaden ist zwar nicht viel, aber... Ich bin nur gespannt, wann ich mal wieder ein neues Waffen-Upgrade bekomme. Das ist schon wieder Ewigkeiten her. Zumindest für das Schwert ist es Ewigkeiten her. Ja, du blauer Kopf, du. Finde ich ja mal gar nicht gut, was der da macht. Kiste, 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 Kiste. Rüttel, rüttel, rüttel. Bombe drin, oder? Ne, Bombe. Ich habe nur eine kleine Hosentasche, deswegen kann ich nur 4 Bonbons mitnehmen. Der steht auch einfach nur so rum, der hat den coolsten Job ever. Den ganzen Tag rumstehen und blöd gucken. Was ist denn das für ein Level, bitte? Alles grau in grau. Graue Stufen, graue Wände, graue Feinde. Wir sind das einzige farbige Team in diesem Ort. Deswegen hassen die uns wahrscheinlich. Weil wir Farbe mit ins Leben bringen, ja, ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Der Ninja versteckt sich hinter der Glasscheibe. Hier bin ich auf jeden Fall falsch. Warum ist da auf einmal jetzt nichts zu, ey? Muss ich hier doch? Hallo, Herr Ninja! Sie mit ihrer Feuerklinge immer. Man könnte jetzt sagen, es ist total unfair, 3 gegen 1, aber hey, er ist ein Ninja, ja? Und ich bin ja der Kerl mit den Mana-Samen, von dem her... glaube ich, ist das ganz okay, was wir hier veranstalten. Hey, Klatschis! Ich nenne die Dinger Klatschis. Einfach aus dem Grund her, weil sie klatschen. Klingt logisch, oder? Die Frage ist, gehe ich jetzt nach oben oder gehe ich nach rechts? Okay, rechts war definitiv die bessere Entscheidung. Ah! Ja, der Monster Spawn teilweise ist ein bisschen eigensinnig. Ich brauche auf jeden Fall meine Peitsche. Ah, falscher Knopf. Ach, die heißen Grabscher. Da schau her. Ich würde mich gerne rüber peitschen, wenn es geht. Wenn ich nach links. Ach, jetzt auch. Muss denn immer alles so schwer sein? Mich dann wieder rüberpeitschen. Ah, guck mal an. Jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Keine Abkürzung, wirklich? Susi ist Level 36. Susi, du flottes Bienchen, du. Du machst mich richtig stolz im Moment. Oh, jetzt den ganzen Weg zurücklatschen. Oh Gott. Ich laufe einfach an denen vorbei, falls meine Frauen etwas weniger sind. Kann ich da irgendwie? Ne, kann ich nicht. Ach, wisst ihr was? Den nehme ich mit. Es gibt tatsächlich keine Abkürzung darüber. Ich muss den ganzen Weg wieder zurück. Lynn erreicht Level 36. Habe ich Zags Level Up übersehen? Kann das sein? Es ist ja fast, als würde man den Geburtstag verpassen von irgendjemandem. Das geht natürlich nicht. Ja, ich habe den Level-Up gesehen. Nein! Ich mache den aufgeladenen Special-Schlag und was passiert? Ich schlag vorbei damit. Das ist natürlich immer ekelhaft, wenn sowas passiert. Man lädt sich Ewigkeiten auf. Für was? Für nix. Kommt schon, Mädels. Wir haben keine Zeit für sowas. Tuck, 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 tuck. Wie seltsam die Treppen laufen. Lenz Waffenlevel ist gestiegen, das ist gut. Das freut für mich. Boomerang erreicht Level 5, das ist auch nicht schlecht. So, kann ich da oben jetzt durch?
Nein, da steht noch ein Ninja im Weg. Na, Mädels, kommt. Ich weiß, ich würde gerne mit den Kerlen flirten, aber hey, nicht solange ich dabei bin. Das geht halt einfach nicht. Ist nicht so meins. So, da hat sich's mal ganz fix ausgeklatscht, dann gehe ich hier doch. Ja, die Truhe sammle ich jetzt nicht, weil wahrscheinlich eh nur wieder ein Bonbon drin ist oder ein anderes Item, wo ich eh schon voll bin. Oder eine Bombe. Dürfte ich bitte irgendetwas töten? Ich würde gern treffen, wenn es euch nichts ausmacht. Na, also geht doch. Double KO. Warum sind das so viele Klatscher? Oder Grabscher, whatever. Ich hab so das Gefühl, dass der Ball ein Boss kommen könnte, oder? Was? Fliegende Lichter. Ich habe mal in irgendeinem Spiel gelernt, dass es nicht sinnvoll ist, den Lichtern zu folgen. Ich weiß aber nicht mehr, welches Spiel das war. Aber hey, was kann denn schon passieren? Blaues Licht, ich meine, hey. Teleportiert sich einfach weg. Ha! Die mit ihren Zauberschilden. Ich denke mal, die sind dann immun gegen Zauber. Das wäre das Einzige, was Sinn ergeben würde. Aber nachdem wir eh nix, eh nicht viel aushalten, mache ich die einfach per Hand. Hades-Granaten sind das. Okay. Macht wie viel Schaden? 83. Ja, ist schon einiges. Ich schieb die mal beiseite, mein Freund. So, hier ist überhaupt nichts. Ja, Klatschi, ist okay. Hab schon verstanden. Nur keinen Stress. Hä? Die komische Fledermaus ist weg. Oder der Vampir-Typ oder whatever. Unsichtbare Wege, das ist schon was Gemeines in solchen Rollenspielen. Aber eben keine Seltenheit, das ist schon so richtig Standard. Was man nicht alles tut für Erfahrungspunkte in Level-Ups. Ich sehe es immer wieder. Aha! Bezwingt mich, Nocturne. Nocturne. Warum kommt auf einmal ein Bossfight? Warum sind die Sprites so groß auf einmal? Sabberschleim. Mein Spell hat jetzt aber nicht nur einen Schaden verursacht, oder? Warum Sabberschleim? Das macht alles nur einen Schaden. Moment, was könnte denn gut gegen Schleim sein? Wenn ein Schleim Elektrizität leiten würde, hätte ich einen Lösungsvorschlag. Das macht auch nur einen Schaden, hallo? Dein Zauberlevel ist gestiegen, das macht alles nur einen Schaden. Kann ich das nicht irgendwie wegbrennen oder so? Das macht alles nur einen Schaden, hallo? Uh, 46. Hat das irgendwas mit der Farbe zu tun von dem Ding? Jetzt ist er grün. Ich habe halt keine Ahnung, aber hey. Lynn ist verbrüht, das ist nicht gut. Ich würde gerne zu Lynn wechseln, wenn es nicht zu viel Aufwand wäre. Danke.
Ja, was ist denn sehr empfindlich? Kann mir das irgendjemand erzählen? Kann er nicht immun sein gegen Magie, das gibt's doch nicht. Anscheinend doch. Mir gehen die Möglichkeiten aus. Das Mana fehlt mir auch. Gut, dann machen wir das halt im Nahkampf. Mehr oder weniger. Ich komme nicht näher hin, also so. Gott, Nahkampf ist viel besser als Zauber. Und ich bin verbrüht, das ist nicht gut. Au, 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 au. Ja, zack, ist verbrüht, das weiß ich auch. Lass mich raus. Wird der immer kleiner, sehe ich das richtig? Ja, oder doch nicht. Genau, wirf mir Hades-Granaten in den Hintern, ist okay. Ah, das ist kein Problem. Höllenaura. Und wieder Hades-Granaten. Ach komm, sei doch nicht so. Sabberschleim, ne? Ja, keiner hat gesagt, das spielen wir einfach. Ich hole gleich meinen riesigen Wischmob raus, ja, dann wische ich dich einfach auf, du blöder Schleim. Ne? Wie man halt zufällig in eine Höhle reingeht und über den Boss stolpert, das ist schon immer Wahnsinn. Naja, war so ganz unverbindlich so. Ah, 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 Senior Susi ist schon wieder fast tot. Das Blöde ist, wenn der diesen Verbrühstatus hat, kann ich nicht wechseln zu ihr. Was die Ganze ein bisschen schwerer macht mit dem Heil. Und ich bin Schneemann, warum auch nicht? Wurde Limits nicht geheilt, doch. Ihr werdet doch diesen Schleim töten können ohne meine Hilfe, oder? Mädels. Stellt euch doch nicht so an. Sondern einen Haufen Schleim. Es trifft doch auch keine alte Socke. Verzeihung. Irgendwer hat einen Level Up. Susi ist Zauberlevel gestiegen. Ich würde gerne auf Zag wechseln. Hallo. Unerhört. Ja, Zag ist schon wieder halb tot. Also der Bosskampf ist nicht schwer, aber er ist ziemlich nervig, will ich meinen. Warum kann mich Wasser verblühen? Das verstehe ich nicht. Oh, halt. Und du kannst dich dann wieder ewig nicht bewegen. Das ist so nervig. Ich will doch nur dieses Ding töten. Wenn will ich die? Ja. Unterm Aufladen natürlich. Hey, warum auch nicht? Hä? Ist der Boss gerade von alleine gestorben? Sehe ich das richtig? Keiner hat Schaden gemacht und explodiert einfach. Ich bin gerade etwas verwirrt. Speer behalten. Nocturne. Ich bin Nocturne. Patron der Dunkelheit und Diener des Mana. Gegen meine Zauber kommt
keiner an. Ich werde euch begleiten. Nocturne schließt sich an. Was? Was habe ich dann? Nee, da habe ich nichts Nocturne. Hat sie Nocturne? Ja, Lynn hat Nocturne. Höllenaura, Zaubersphäre und Hadesgranaten. Das ist alles schön. Was die Dinger genau machen, das werden wir in der nächsten Folge von Secret of Mana herausfinden. Liebe Leute, ich mache eine erfrischende Pause und sage wie immer, stay tuned and so long.